Hallo und willkommen auf meinem Schreibtisch. Ich habe mal ein kleines Zeitraffer-Video gefilmt, wie ich eine Kakaokarte zeichne. Und zwar, wie man sieht, ein Pokémon-Motiv mit Aquana. Ich habe angefangen mit einer kleinen Skizze, so mehr so für mich. Habe mir Referenzen rausgesucht und wollte erstmal ein Gefühl bekommen für die Proportionen und habe dann mit Buntstiften, Aquarell in meinem Skizzenbuch angefangen, Aquana zu zeichnen. Dann habe ich eine kleine Thumbnail-Skizze gemacht, wo ich meine Motividee festgehalten habe. Ich habe mir überlegt, dass ich Aquana im Meer darstellen will, und zwar in so einer Mermaid-Pose, so ein bisschen wie diese eine Szene bei Ariel, wo Ariel auf dem Felsen ist und die Welle sich von hinten anspritzt. So die ganz bekannte Szene. Tut mir leid, wenn das am Anfang ein bisschen stockt und flackert und so. Ich habe da eine neue Aufnahme-App ausprobiert. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil man irgendwie die automatische Belichtung nicht ausstellen konnte, was irgendwie genervt hat. Aber dann bin ich umgestiegen auf einfach die normale Videoaufnahme. Das ging dann ein bisschen besser. Ja, gemalt habe ich die Karte dann mit den Shinhan Poster Colors. Das ist so eine Art wie Gouache, falls ihr das kennt. Also ja, Deckfarben im Prinzip, so ein bisschen wie der Pelikan-Deckfarbenkasten damals in der Schule, nur halt bessere Qualität, also hauptsächlich pigmentierter und ein bisschen leuchtendere Farben. Ich habe auf Kraftpapier gemalt, weil ich mag das irgendwie so, es fühlt sich gut an und das ist ja schon so ein bisschen getönt. Also man malt dann nicht so direkt auf knallweiß, sondern hat schon mal so eine etwas dunklere Oberfläche. Das finde ich irgendwie ganz gut, das mache ich in letzter Zeit öfter. Das Gute an den Farben ist auch, dass man einfach nochmal drüber malen kann, wenn man ein bisschen verkackt hat, so wie ich hier jetzt beim ersten Versuch die Proportionen irgendwie überhaupt nicht hingehauen haben. Der Kopf. Also der Hals wäre viel zu lang, weil der Kopf viel zu weit oben war. Da habe ich im Endeffekt dann einfach nochmal drüber gemalt und es ging dann auch wieder. Der Schwanz ist vielleicht immer noch ein bisschen lang, aber ja, Anspielung hier einfügen. Ja, ansonsten habe ich erstmal so die groben Farben festgelegt. Die Skizze, die ich dann noch grob mit Bleistift vorgezeichnet habe, ist dann auch ziemlich schnell verschwunden, aber das macht nichts. Ich traue mir zu, dass ich die Formen dann schon wiederfinde. Beziehungsweise ja, mit Referenzen dann halt einfach neu male. Aber die Skizze ist auch eher dafür da, um so eine grobe Idee zu haben, was auf dem Bild ist und wo das ist und in welchen Größenverhältnissen. Ich habe das Bild hauptsächlich ja in blau, grau, braunen Tönen gehalten. Aber hier und da erkennt man vielleicht, dass ich mehr Farben benutzt habe. Also Farben, die vielleicht erstmal nicht so viel Sinn ergeben. Zum Beispiel die da in den Schatten. Und auf dem Felsen sind irgendwie Rot- und Gelbtöne, und die man vielleicht erstmal gar nicht so wahrnimmt, aber das macht es irgendwie realistischer, obwohl es ja theoretisch unrealistisch ist, aber ist ein bisschen gemogelt. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht reflektiert der Stein auch einfach super viele Farben, keine Ahnung. Ja, zu Pokémon, da bin ich. Also ich bin nicht wirklich mit Pokémon aufgewachsen. Ich hatte damals nicht die gängigen Konsolen, durfte ich nicht haben. Und ich habe auch die Serie irgendwie nie geguckt, weil, keine Ahnung, die ist mir einfach nie untergekommen. Ich hatte auch keine Geschwister oder so, die mir das irgendwie gezeigt hätten. Deswegen wäre ich einfach nicht drauf gekommen, das zu gucken. Ehrlich gesagt habe ich dann. Ich bin einer dieser Menschen, die noch Pokémon Go spielen. Ziemlich konsequent, würde ich mal sagen. Ich wohne ja auch in einer größeren Stadt, also da funktioniert das auch ganz gut. Auf dem Land ist ja sowieso einfach gar nichts. Wenn ich mal wieder auf dem Land bin, dann gibt es einfach überhaupt keine Spawns oder Pokéstops. Naja, egal. Jedenfalls, ich finde die Monsterchen dann ja auch irgendwie ganz süß und es macht Spaß, sie zu zeichnen. Und gerade Evoli und die Entwicklungen sind einfach super niedlich, sind ja nicht ohne Grund auch total beliebt unter Fans.
Ja, und ich glaube, wenn ich eine Evoli-Entwicklung wäre, dann auf jeden Fall Aquana. Weil ich meine, es ist quasi eine Katze, eine Mischung aus einer Katze und einer Meerjungfrau. So einfach die coolsten Konzepte der Welt zusammengeworfen. Besser geht's nicht. Außerdem ist sie blau und ja, ich fühle mich ganz wohl im Wasser. Ich würde auf jeden Fall aber, denke ich, noch mehr von den Evolutions umsetzen oder vielleicht auch Evoli selbst. Ich habe auch schon ein paar Motivideen. Und das Ganze ist hier auch eine Kakaokarte, also ein Bild im gängigen Sammelkartenformat, so wie normale Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh! Oder was auch immer. Die sind ja 2,5 x 3,5 Zoll groß, also auch nicht so groß, aber ich finde das Format irgendwie ganz angenehm. Ich weiß nicht, ich mal gerne klein und fisselig und man ist auch viel schneller fertig, also als bei so einem großen Bild. Also diese Karte hat so. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber schätzungsweise 3, 4 Stunden gedauert zu malen. Ich einfach an einem Tag so mit Unterbrechungen so vor mich hingemalt. Ja, jedenfalls diese Kakaokarten oder auch Artist Trading Cards, das beschreibt es ja eigentlich besser. Man sind einfach original gemalte Karten, die man dann untereinander tauschen kann. Und ich finde das Konzept irgendwie ganz niedlich. Dazu gibt es dann online ein Forum, wo sich die Leute connecten und hier zum Beispiel das Aquana ist für eine Sammeltauschaktion, das heißt, ich bekomme dann auch was zurück, aber ich weiß vorher nicht welche, nicht was für eine Karte, weil ganz viele Leute an dieser Aktion teilnehmen und ja, finde ich, kommt da einige coole Sachen zusammen. Ich kann ja nochmal was zu den Farben sagen, das sind die Shinhan Poster Colors und wie man zwischendurch sieht, habe ich die mir selbst in so Aquarellnäpfchen abgefüllt. Das Gute ist nämlich, dass man die mit Wasser wieder anlösen kann und das heißt, die sind ein bisschen trickier zu vermalen als zum Beispiel Acrylfarben, weil wenn man mit einer neuen Farbe drüber geht, dann löst man immer noch so ein bisschen was von der unteren Schicht an. Aber man kann sie halt in so einem praktischen Kasten abfüllen. Weil ursprünglich sind sie halt in so Fläschchen abgefüllt und eher flüssig, aber so kann man sie dann einfach mit Wasser besprühen bzw. mit einem nassen Pinsel aufnehmen und vermalen. Und das Ganze war irgendwie ein ziemlicher Hype oder ist, weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch einfach mal so eine kleinere Auswahl an Farben zusammengestellt, weil das ganze Set dann doch irgendwie teuer ist und weil ich auch lieber Farben mische als also eher mit wenigen Farben arbeite und die dann mische, weil ich finde, dass das dann insgesamt einfacher ist, so eine Harmonie der Farben zu erreichen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das Zeitraffer-Video hat euch gefallen und vielleicht bis demnächst.